Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ersten Bühlertaler Pressekonferenz zur Lage der Nation. Vielen Dank, dass Sie alle erschienen sind, die Kollegen von der Presse und vom TV. Mir bietet die Frage bis zum Schluss aufzuheben. Ja, wie alle wisst, leider befinden wir uns auch hier im Bühlertal in Ausnahmesituationen. Vieles wird nicht so stattfinden, wie wir es gewohnt sind. Es wird keine Vereinsfeiern geben, es wird keine Weihnachtsmärkte geben, so wie wir sie kennen. Auch der Fasching ist leider schon abgesagt und auch so über den Winter, es wird für viele ein bisschen trostloser und definitiv auch einsamer sich anfühlen. Und ja, es wäre nicht mir, wenn man nicht doch aus der Situation das Beste machen würde und kreativ durch diese Zeit was tun. Und voller Stolz kann ich euch sagen oder präsentiere das CCC-Team, die Covid Chaos Crew. Das sind verschiedene Personen aus Vereinen oder auch aktive Menschen, die eigentlich keine Lust haben, auch nichts zu tun über den Winter und für euch oder mit euch ein lässiges, lustiges und aktionsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Und ja, da kann der Schürze vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, genau. Wir haben vor, wöchentlich euch bekannt zu geben, was wir planen, was wir vorhaben. Und wir brauchen natürlich auch euch dazu. Das heißt, wird nachher noch kommen, es gibt Lauftreff und, da Veranstaltungen auch dazu und auch Ersatz für Weihnachtsmärkte. Und da brauchen wir euch mit dazu. Das Ganze wird dann auf dem Instagram-Kanal, auf dem Facebook-Kanal und YouTube gezeigt, immer auch ein paar witzige Sachen mit dabei natürlich. Und da, wo ihr euch angesprochen fühlt, sofern es Covid-19 zulässt, die Bedingungen, könnt ihr dann dazukommen. Ich übergebe weiter an den Andreas. Danke. Ja, natürlich ist es auch so, dass wir uns an alle gängigen Covid-19-Regeln zu dem Zeitpunkt dann halten werden. Es ist momentan halt eben auch so, dass wir haben es erfahren auf Instagram, auf YouTube, und auch auf Facebook, auf dem Account, euch auf dem Laufenden zu halten. Allerdings ist es so, dass wir gerade eben noch nichts abfilmen können, weil wir einfach noch nicht die Möglichkeit haben, wie zum Beispiel mit einem Lauftreff oder so, mit der Personenzahl, so fortzufahren. Martin? Ja, es wird dann auch Aktionen geben, die quasi entweder für größere Menschen oder für den ganzen Ort quasi gedacht sind. Das wäre sowas wie Lichterkette-Challenge oder Bühlertan aktiv. Genauso aber auch kleine Reaktionen, die entweder live stattfinden können oder halt über Video oder Aufzeichnung wie Bühlertal spielt verrückt oder das Promi-Quiz. Also vielleicht haben wir es schon mal gehört. Mehr dazu folgt dann aber über unsere Kanäle, also wie der Schurz schon gesagt hat, Insta, Facebook, YouTube und natürlich das Blätte. Also wie ihr seht, wir wollen nicht durch den Winter und das Ganze komplett ruhig, dass jeder für sich daheim sitzt und ja, quasi sich verkrümelt und wartet, bis es vorbei ist, sondern wir haben wirklich vor, mit euch da zusammen was machen wir vor uns. So, meine Damen und Herren, die Fragerunde wäre jetzt somit eröffnet. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte per Strecke. Ja. Guten Abend, mein Name ist Harry Hirsch vom Bühlertal Blitz. Wir haben mitbekommen, dass Sie interne sportliche Challenge im November geplant haben. Zum Beispiel ein Halbmarathon, was genau steckt dahinter und vor allem war hier Alkohol im Spiel? Ja, Sie kommen aus der Nähe von Dinkelspiel vom Dialekt her. So, ja, schön, dass Sie wir haben einen Plan. Wir haben aus Jux und Spaß gesagt, also ich wollte schon Anfang des Jahres einen Halbmarathon laufen und da hat mir mein erster Partner abgesagt und der Martin musste dran glauben. Hat aber direkt zugesagt und wir wollen das natürlich ganz, ganz witzig für uns aufziehen. Also mal muss ich einen Kilometer was machen, was er mir sagt oder andersrum.
Wir hoffen, dass wir noch mehr Läufer mitnehmen können. Da kommt dann ihr ins Spiel. Je nachdem, wie viel wir mitnehmen dürfen, könnt ihr dann mitmachen. Ihr dürft natürlich dann normal die 21 Kilometer laufen. Es wird eine Herausforderung, aber ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon Bock drauf, uns zu quälen. Ja, bitte. Sibylle für Team Walra. Sucht ihr aktuell noch Unterstützung für euer Team? Und falls ja, wie kann man sich denn einbringen? Ja, das suchen wir tatsächlich auf jeden Fall noch. Mitmachen kann im Endeffekt jeder. Es besteht sowohl die Möglichkeit, als auch von zu Hause aus was zu machen und irgendwelche Aktionen vorzubereiten und ja, was. Auch dekotechnisch was zu machen, genauso natürlich wie aktiv am Programm teilnehmen. Und auch technisch versierte Leute suchen wir noch, also gerade im Hinblick auf Videos, Schneider oder Tontechnik, suchen wir auf jeden Fall auch eine Person. Also ja, wir suchen noch. Jawohl. Ich bin der Horsti vom Grevenbrecher Karinblatt. Aus der Vorstellung heute Abend darf man entnehmen, dass es sich hier auch um ein, sagen wir mal, anspruchsvolles Programm handelt. Und geht es ganz ohne Alkohol? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Anspruchsvoll bzw. niveauvoll ist definitiv, was wir hier vorbereitet haben. Wir haben uns da Gedanken gemacht, auch über das Thema Desinfektion. Desinfektion wird ja gerade eben zu der Covid-19-Zeit relativ groß geschrieben und wir haben gedacht, das ist auch von innen raus möglich. Ja, das kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf jeden Fall auch ab und zu mehr Alkohol fließt. Ja. Ja, bitte. Mein Name ist Carla Coluna vom Neustädter Abendblatt. Hi. Wie schätzt ihr denn die Lage in Bühlertal ein? Ist denn dort noch alles unter Kontrolle? Ja, was ist das für eine Frage? Natürlich ist in Bühlertal noch alles unter Kontrolle. Das Bühlertal besitzt die bestausgebildeten Impro-Talente, die ausdauerndste Gruppe, Vereine und auch natürlich die besten Entertainer. Und deswegen meint ihr, dass ihr auch mit den immer knapper werdenden Klopapierreserven klarkommt und dem entgegenwirken wisst? Ja, also auch hier wurde bereits Vorkehrungen getroffen. Es gibt einen Klopapierfonds, der eingerichtet wurde und jeder hat die Möglichkeit, gegen Spendebescheinigung hier einzelne Blätter einzureichen. Nur aus aktuellem Anlass nehmen wir aktuell nur 3- und 4-lagiges. Aber ja. Könnt ihr auch nachweisen, dass ihr kirchliche, mildtätige oder ähnliche Zwecke verfolgt, dass ihr eine Spendebescheinigung ausstellen könnt? Absolut, bin ich voll und ganz. Ja. Voll und ganz stehe ich da dahinter, mit meinem Namen. Ganz links außen, bitte. Ja, wie haltet ihr das mit der Unterstützung von den regionalen Betrieben in dieser Zeit? Habt ihr auch dafür schon einen Plan? Ja, also es gibt ja den Schriftzug, ohne Landwirtschaft wären wir alle hungrig, nackt und nüchtern. Was soll ich dazu sagen? Wir haben also Alfinger ein paar Palette bestellt. Haller haben wir ein paar Palette bestellt. Also der Martin hat auch Haller bestellt und so unterstützen wir natürlich nach und nach alle Betriebe, Wirtschaft, alles was wir brauchen. Hört sich nach einem guten Angebot an, aber wo ist denn der Wein? Wein können wir leider nicht mit anbieten, weil wir nicht im Weinbergbezirk leben. Bitte? Hallo, ich bin Prisco Schneider. Für die Zeitung Hot Hot Hot. Wie steht es um die Ja, nochmal. Wie steht es denn um das politische Amt hier in Bühlertal? Wäre es nicht für euch was? Natürlich wäre das auch was für uns. Allerdings sehen wir gerade aber das Amt hier in Bühlertal in gute Hände. Wir sind gut aufgestellt. Ich denke, da müssen wir uns mehr Sorgen um zum Beispiel den Landkreis Schwäbisch Hall bzw. Stadt Schwäbisch Hall oder Schilgau um Amerika machen. Ob wir aktiv wären hier, das steht allerdings noch in den Sternen. Danke. Ja? Also meine Frage wäre, ab wann startet denn das Ganze?
Ja, das Ganze soll ab Mitte November losgehen. Wir schauen aber, dass die Channel vorher schon online gehen. Das heißt, schön auf Folgen bei Instagram drücken oder bei Gefällt mir Facebook oder auch Gefällt mir auf dem YouTube-Kanal. Ich denke mal, dass es die nächste ein, zwei Wochen soweit sein wird, dass da alles erstellt wird. Und dann liegt es an euch, immer schön dabei sein und reinklicken. Gibt es weitere Fragen? Nicht? Gut, dann kommen wir zum Abschluss der Pressekonferenz. Ja, kurz noch, Herr Brisco Schneider von Hot Hot Hot. Ich wünsche noch eine gute Heimreise. Wahnsinn. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, ihr seht, es wird nicht langweilig und das ist uns auch ein bisschen wichtig. Wir drei haben uns zusammengetan. Der Martin war als erstes da, hatte die Idee und wir sind natürlich gleich dabei gewesen. Wir haben Lust, mit euch das Beste draus zu machen und trotzdem einen geilen Winter zu haben. Richtig. Ich kann es mal ergänzen. Wir freuen uns draus, auf natürlich ein paar coole Aktionen durchzuführen. Wie gesagt, es ist eine Krise, es bleibt eine Krise. Aber ich sehe uns da wirklich so im Pürtertal aufgestellt, dass wir nicht uns verkrümeln und auch nicht irgendwann in 4-5 Jahren sagen müssen, ah, ja, hätten wir damals was gemacht. Und wir haben die Chance, wir können was machen, wie gesagt, nach der Regel, aber es geht auf jeden Fall was und hilft mir. Ja. Lasst euch auf jeden Fall überraschen von dem Ganzen, was wir geplant haben. Da steckt viel dahinter. Ich hoffe, das kommt auch ganz genauso gut an, wie wir das erdacht haben. Vor allem bleibt gesund und verliert eure Kraft.